Borussia Dortmund ist einer der größten Vereine überhaupt, aber ich habe wirklich Bock drauf. Ich bin sicher ein Torwart, wo in vielen Sachen ausgebildet wurde. Ich bin einer von den neueren Torhütern, wo schon von klein auf halt gelernt hat, auch mitzuspielen im Feld, Aufbauspieler zu sein. Und trotzdem hat auch, ich war in Deutschland, wurde ich sehr viel auf 1 gegen 1 auch gut geschult. Von daher, ja, aber ich finde trotzdem, ich habe noch viel Luft nach oben auch. Und ich habe Bock, auch weiter Gas zu geben, weiter an mir zu arbeiten, um einfach der beste Torhüter zu sein, wo ich selber sein kann. Erste Priorität ist immer, kein Tor zu kriegen, das ist die Nummer eins. Aber danach ist es schon wichtig, auch, dass man ein bisschen am Spiel teilnimmt, dass man vielleicht mal den Ball aus dem Druck rausnehmen kann, wenn es mal ein bisschen eng wird. Oder beim Abstoß einfach auch ein Aufbauspieler zu sein, damit man einen Mann Überzahl hat. Das gehört mir heutzutage zur Aufgabe von einem Torhüter dazu. Und von daher versuche ich da auch immer besser zu werden. Bei mir gilt es vor allem, mich ums neue Umfeld zu gewöhnen, die ganzen Leute kennenzulernen, das Spielsystem kennenzulernen und einfach mich eben an die neue Situation, an den neuen Verein ein bisschen anzugewöhnen und einfach meine Leistung dann abrufen. Ich möchte immer 100% geben, aber ja, das gehört beim Fußball dazu. Oder? Also Konkurrenz macht jeden besser, holt vielleicht von jedem noch mal ein bisschen was raus, von daher passt das alles. War natürlich eine geile Reise bisher. Wir haben ganz klar auch einen Plan gehabt, ich und mein Team um mich herum. Wir wollten uns verschiedenen Sachen aussetzen. Ich war ja damals bei Augsburg, konnte da schon einen Abstiegskampf mitnehmen, sehr, sehr jung, sehr, sehr früh, was sicher eine spezielle Erfahrung war und auch eine gute Erfahrung für mich. Und danach mit dem VfB so den Aufstiegsdruck zu haben, jedes Spiel zu gewinnen halt, das erinnert auch ein bisschen an die Situation, die man hier jetzt natürlich hat, einfach natürlich eine Liga drüber. Ja, und einfach die ganzen Situationen, ich konnte schon viel Erfahrung mitnehmen und ich glaube, Erfahrung ist eine wichtige Komponente halt im Tor. Und ja, von daher ist bis jetzt alles gut gelaufen und jetzt gilt es halt weiter zu arbeiten, weiter fleißig zu sein, damit es auch weiterhin so weitergeht. Für mich ist es wichtig, dass wir einfach so viele Spiele gewinnen, wie es nur irgendwie geht, in den Wettbewerben so weit kommen, wie es nur geht. Das ist der Anspruch von Borussia Dortmund. Von daher, für mich persönlich natürlich weiter an mir zu arbeiten, auch in den Trainings, in den Spielen, so viel Erfahrung wie möglich mitzunehmen, schnell mich an die neue Situation auch zu gewöhnen und einfach meine Leistung, wo ich auch kann, das auch wirklich auf den Platz zu bringen und von da aus weiterzugehen. Ich habe mich richtig auf die ganze Fankultur auch gefreut, alles kennenzulernen. Natürlich im Moment geht es nicht wirklich, aber trotzdem habe ich schon einiges mitgekriegt, einiges erzählt gekriegt und ich freue mich auch wirklich, wenn es wieder dann 100% da ist. Borussia Dortmund ist einer der größten Vereine überhaupt, aber ich habe wirklich Bock drauf. Wir haben coole Jungs hier, wir haben coole Leute hier, mit denen man gerne arbeitet, gerne auf dem Platz ist, auch neben dem Feld ein gutes Verhältnis da ist und ja, ich habe wirklich Bock auf die Saison, Bock auf die Herausforderung, ja, und es kann losgehen von mir aus.